Nicht nur die sogenannten Süchte sind Krankheiten, also diese, die wir ja kennen, Alkoholsucht, Drogensucht, Arbeitssucht, Sexualsucht, Fernsehsucht, Computersucht, Esssucht und so weiter und so fort. Also nicht nur diese extremen Ausdrücke von Suchtverhalten sind Krankheit, sondern auch die sogenannten leichteren Süchte ist Krankheit. Es ist wichtig, dass wir das nochmal ganz klar kriegen, dass wir da auch nicht die Augen davor verschließen. Dass wir da jetzt gerade Ende des Retreats dieser Entziehungskur auch nochmal ganz genau hinschauen. Das ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zur Heilung, zu erkennen und zuzugeben, dass wir Dukkha haben. Wenn wir das nicht zugeben, wenn wir das nicht erkennen, dass wir Dukkha haben, dass wir nicht vollständig sind, nicht heil sind, dass wir krank sind, wie soll dann Heilung stattfinden? Es ist auch auf dem bekannten 12-Punkte-Programm der anonymen Alkoholiker, ist es der erste Schritt, der zu tun ist, zuzugeben, einzugestehen, zu erkennen, ich bin krank, ich bin süchtig. Und darum meine ich, da gibt es eigentlich nichts zu lachen. Es ist so. Und wie heißt die Krankheit, die wir alle haben? Diese Krankheit heißt ich. Es ist die Krankheit. Wir haben ausführlich über die Symptome dieser Krankheit gesprochen, wie sie sich bemerkbar macht, wie sie sich ausdrückt. Natürlich über die Hindernisse gesprochen, über Hass und Gier. Wir haben über die Ängste gesprochen. Wir haben über die Triebe gesprochen, alles Ausdrücke von dieser Krankheit. Es gibt noch mehr Herangehensweisen. Und vielleicht noch mal andere Möglichkeit, das auch zu sehen, diese Krankheit. Wir können auch anstatt Gier und Hass, Gier und Widerstand, wir können auch Sucht und Flucht dazu sagen. Es sind auch Ausdrücke, wo genau das ausdrücken, was ständig stattfindet in unserem Geist. Sucht und Flucht, bedingt durch unsere Krankheit, bedingt durch Avijja, bedingt durch Ich, die Illusion von dem Ich, bedingt durch dieses Ich-System, dieses Ich-Gebäude. Wie soll es anders sein? Die eine Seite ist der Mangel, der natürlich ständig da ist durch diese Separierung, durch dieses Abtrennen, durch dieses Ich. Der Mangel, wie könnte der anders beseitigt werden, als durch versuchen, diesen Mangel durch Suchtbefriedigung, Gierbefriedigung zu beseitigen. Und der andere Teil dieser Verblendung, dieses Ich-Systems ist eher ganz einfach, dass das bedroht ist, die Angst, dieses Beschützen wollen, der Widerstand gegen alles, was dieses Gebäude eben bedrohen könnte, also Ablehnung, Flucht, weg davon, nichts damit zu tun haben wollen, alles was unangenehm ist. Ja, und mit dem sind wir beschäftigt. So schaut unser Leben aus, Flucht und Sucht, das ist unser Leben. Jeden einzelnen Augenblick. Und ich denke, wir haben das hier sehr, sehr deutlich kennenlernen können. Beide Aspekte, sowohl Suchtaspekt als auch Fluchtaspekt. Ich denke, jeder hatte diese Tendenzen auch einmal wegzuwollen, rauszuwollen, vielleicht teilweise gelindert durch einen langen Spaziergang oder wie auch immer. Oder irgendwie sich abzulenken durch intensive Arbeit oder irgendein Buch lesen und so weiter. Wir haben ja auch da drüber gesprochen. Letztendlich ist es so, dass Flucht und Sucht immer Hand in Hand gehen. Also ist auch ganz interessant, Gier und Hass ist immer Hand in Hand. Wir haben zwar auch davon gehört, dass es Giertypen gibt und Hasstypen, also vielleicht mehr Suchttypen und mehr Fluchttypen, aber letztendlich ist es immer eins, ist immer das Gleiche, nur mit einem anderen Schwergewicht. Wenn wir zum Beispiel anschauen, da ist jemand süchtig oder jemand hat starke Gier, ist der sogenannte Giertyp,
Ja, der will irgendwie diesen Mangel beseitigen. Da ist das Augenmerk auf die Mangelbeseitigung ausgerichtet. Aber gleichzeitig bedeutet es ja auch, dass er von der Situation, in der er ist, ja auch weg will. Es ist ja klar. Also er hat auch Widerstand, er hat auch Ablehnung gegen die Situation, sonst könnte er auch nicht diese Gier da sein, irgendwo hinzuwollen. Oder umgekehrt beim Fluchttypen oder beim Hasstypen ist es halt so, dass da mehr das Augenmerk auf den Zustand selber gerichtet ist, der Widerstand selber stark zu spüren ist und man will da ganz einfach weg. Und da ist der Aspekt im Vordergrund. Man will nichts wie weg, raus, Flucht eben. Und man will woanders hin natürlich, wo es schön sein soll, Sucht. Also darum geht es eigentlich immer Hand in Hand, Gier und Hass. Und das ist auch ganz schön ausgedrückt im Rad des Lebens, das haben wir ja unten hängen, wo ganz einfach in der Mitte ist ein Zentrum, wo Verblendung, Gier und Hass dargestellt sind, wo Verblendung in Form eines Schweines dargestellt ist und Hass ist die Schlange und Gier ist der Hahn. Ja, und diese drei Tiere beißen sich gegenseitig in den Schwanz. Also das ist immer, tritt immer zusammen auf. Manchmal wird es auch dargestellt, dass Verblendung die beiden anderen in den Schwanz beißt. Also dass Verblendung die Ursache ist, also ich die Ursache ist, aber manchmal eben auch in dem Kreis. Ja, das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, so die letzten Tage nochmal zu verwenden, wo drückt sich bei mir das besonders aus, was ist bei mir besonders deutlich, ist da mehr der Flucht- oder Suchtaspekt deutlich? Kann ich bei mir auch diese Krankheitssymptome feststellen? Was für Symptome sind besonders stark da? Ist es das Getriebensein? Sind es die Ängste? Oder was für Hindernisse sind besonders stark da? Also so da nochmal zu reflektieren, wie ist bei mir diese Krankheit besonders deutlich zu bemerken? Es ist wichtig, die Krankheit zu kennen, kennenzulernen, um dann auch die entsprechenden Schritte unternehmen zu können. Und wir haben da ausführlicher auch drüber gesprochen. Wir haben auch gestern nochmal ganz deutlich gehört, wie diese Krankheit immer wieder entsteht. Wir haben von Ursache und Wirkung gehört, wie dieses bedingte Stehen ständig auch stattfindet. Wie wir sozusagen, vielleicht nochmal auch ganz einfach ausgedrückt, mit einer Geschichte hier sind, also unsere Geschichte, die wir mitbringen, auch Karma-Formationen genannt oder Geist-Kontinuum oder Gedächtnisspeicher, oder wie immer wir dazu sagen wollen. Vielleicht ist einfach unsere Geschichte dazu zu sagen, unsere Gestaltung in unsere Geschichte, die aus individueller Geschichte besteht, die aus Familiengeschichte, aus Landesgeschichte, aus Menschheitsgeschichte besteht. Und das alles haben wir jetzt im Moment da. Das ist das, wie wir diesen Moment begegnen. Und anhand von dieser Geschichte, ja, begegnen wir den gegenwärtigen Moment. Und natürlich ist es so, dass wir anhand von unserer Geschichte Tendenzen haben, wie wir diesen Moment verarbeiten. Und das ist ja nichts anderes, was geschieht, was der Geist eigentlich macht, dass er die Sinneskontakte, wie wir eben den gegenwärtigen Moment erfahren, dass wir diese Sinneskontakte eben geistig verarbeiten. Gefühlsmäßig und wahrnehmungsmäßig irgendwie verarbeiten. Und anhand von diesem Verarbeiten kommt eben zu der Geschichte wieder ein bisschen eine neue Geschichte dazu. Und das ist dann wieder unsere Geschichte. Und so geht's weiter und weiter. Ein ständiger Prozess, ein ständiges Fließen. Wenn wir sehr viel gutes Karma haben, wird es so sein, dass unsere Geschichte eben uns mit Situationen konfrontiert, die eben angenehm sind oder mehr angenehm sind als unangenehm. Wenn wir schlechtes Karma haben, dann wird es halt so sein, dass unsere Geschichte uns viele Situationen und Gegebenheiten präsentiert, die schwierig sind. Maha Kassapa, einer der bekannten Mönche, hat einmal die bedingte Entstehungskette nochmal ein bisschen anders betrachtet. Das war ganz interessant. Er hat schon früher noch eingesetzt, nicht erst bei dem, das dann bei dem Gefühl, angenehmes, unangenehmes Gefühl, sondern dass das schon vorher eigentlich losgeht, dass das schon angenehmer und unangenehmer Sinneskontakt, natürlich bedingt durch unsere Geschichte, dass da schon losgeht und dass das andere eigentlich schon fast ein automatisches Reagieren auf diesen angenehmen und unangenehmen Situation ist. Also noch, fast noch früher eingesetzt.
Aber egal, wie immer man das betrachtet, es ist wichtig, diesen Ablauf mal kennenzulernen. Und es ist wichtig, da Ursache und Wirkung kennenzulernen und wichtig auch zu begreifen, wie wichtig es ist, dass wir heilsames Karma machen, dass wir immer versuchen, das Heilsame durch Gedanken, Worte und Taten in die Wege zu leiten, so dass wir dann eine günstige Ausgangsposition haben, um vielleicht mal aus dieser Geschichte auszusteigen. Es ist relativ unwahrscheinlich, und das muss man ganz deutlich sagen, dass ein verblendeter, sehr unbewusster Geist aus der Geschichte aussteigen kann. Es ist schon schwierig genug, mit einem sehr bewussten Geist aus der Geschichte auszusteigen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ganz, ganz einfach erklärt, ganz, ganz deutlich erklärt, wie diese Geschichte immer wieder zustande kommt und wie der Ausstieg möglich ist. Die Geschichte findet immer wieder statt, wenn wir aus der Gegenwart aussteigen. Wenn wir in unsere Vergangenheit, in unsere Geschichte reingehen und damit die Zukunft sozusagen auch kreieren. Es ist immer wieder der gleiche Effekt. Geschichte wird dadurch gemacht, dass man aus der Gegenwart aussteigt. Es ist Geschichte machen. Ja, da sind wir wieder dabei, unsere Geschichte auch hochzubringen, uns darauf zu verlassen, das alles anhand von unserer Geschichte zu beurteilen, zu verurteilen, unsere Meinungen und Ansichten zu bilden und dadurch natürlich ständig neu zu gestalten und neu zu schaffen. Und was noch natürlich passiert ist, dass wenn wir aus der Gegenwart aussteigen, natürlich immer unerfüllt sind. Die Gegenwart ist schal, die ist unerfüllt, wenn wir nicht drin sind, wenn wir in Vergangenheit oder Zukunft kommen. Dadurch ist automatisch, dass ein Mangelzustand entsteht und ein Bedürfnis entsteht. Bedürfnis nach Nahrung, nach ein Durst entsteht, eine Sucht entsteht. Ja, und diese Sucht wird versucht zu befriedigen. Haben wir, denke ich, alle viele, viele Erfahrungen in dem Leben schon gemacht, wo wir versucht haben, durch Suchtbefriedigung glücklich zu werden. Und ich denke, wir können alle von uns behaupten, dass wir intelligente Menschen sind, dass wir auch clever sind und dass wir alles versucht haben auf dieser Ebene, was möglich ist. Und doch haben wir alle erkennen müssen, es ist ganz einfach nicht drin in dieser Ebene, in dieser bedingten Welt. Da gibt es ganz einfach keine wirkliche Befriedigung. In diesem bedingten Entstehen ist Entstehen und Vergehen. Ganz einfach. Wie soll da eine Erfüllung stattfinden, wo das, was ständig vergeht? Was soll da anhaltendes Glück sein, wenn es alles ständig vergeht? Es ist doch nicht möglich, es ist doch einfach zu sehen. Es kann immer nur ein punktuelles, ein momentanes Glück sein. Klar, das kann sein, aber wir wissen ganz, ganz tief in uns, dass da ganz, ganz viel mehr gibt. Diese Sehnsucht nach Vollkommenheit, die wir alle in uns tragen, wir wissen ganz genau, da gibt es etwas, das vollkommene Ruhe, vollkommener Frieden ist. Wenn jemand stirbt zum Beispiel, steht auf dem Grabstein Ruhe in Frieden. Man kann doch davon ausgehen, dass man dem Verstorbenen die allerbesten Wünsche mitgibt. Das Höchste, was man sich für den nur erwünschen könnte, das Höchste, was man sich vorstellen kann. Und das schreibt man dann drauf, Ruhe in Frieden. Es bedeutet doch, dass das unsere größte Sehnsucht ist, wirklich mal Frieden zu haben, wirklich mal Ruhe zu haben. In Bayern sagt man dazu, ich möchte meine bayerische Ruhe haben. Und genau das ist das, genau das ist diese Sehnsucht, die das ausdrückt. Ich möchte endlich meine Ruhe haben. Und das können wir ja hier auch immer wieder feststellen. Eigentlich möchte ich nichts anderes als endlich einmal meine Ruhe haben. Und dann denkt man immer, ja, wenn das noch erledigt ist und das noch erledigt ist und das noch erledigt ist, dann werde ich meine Ruhe haben. So sind wir immer wieder in der Zukunft. Das muss noch weg, das muss noch weg. Und da gibt's immer was. Gibt's diese schöne Geschichte von Ajahn Chah, bekannter thailändischer Meditationsmeister, der hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass im Westen doch einige gut funktionierende Klöster entstanden sind. Er hatte viele westliche Schüler auch aus, die dann auch im Westen Klöster gegründet haben. Es war ein ganz charismatischer Lehrer, ganz ein einfacher Lehrer auch. Hat mich oft auch an die Eier erinnert, also ganz
Er ist nicht aus einfachen Verhältnissen, ist in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, aber sie hatte auch einen sehr klaren, einfachen Geist. Und dieser Ajahn Chah auch sehr einfach aufgewachsen in bäuerlicher Umgebung und hatte die Fähigkeit eben auch mit einem einfachen Geist die Dinge zu durchdringen und darzulegen. Und er berichtet dann von einer Begebenheit, wo er selbst noch ganz junger Mönch war und im Nordosten Thailands praktiziert hat, in einem Kloster, wo wirklich Armut war, also wirklich totale Armut, wo es noch so war wie teilweise zu Buddhas Zeiten, wo eben die Mönche noch schauen mussten, Gewandfetzen gefunden haben, um sich daraus eine Robe zu nähen. Und hier bei den Roben, die man ja jetzt kaufen kann und geschenkt kriegt, da ist immer noch als Symbol eben immer noch so Unterteilung drin. Das soll immer noch das symbolisieren, dass das eigentlich aus Stücken zusammengenäht ist, so eine Robe, und eben, ja, sehr einfaches Gewand auch symbolisiert. Ja, und Ajahn Chah hatte sich da eben auch einige Fetzen zusammengesucht. Teilweise auch, wie es üblich war, von Leichenfeldern, wo eben die Leichen gelegen sind, und dann, also war auch nicht unüblich, da eben sich die Kleidung geholt und dann eben so die Fetzen geschnitten und dann eben angefangen, das zusammenzunähen. Und die Nadel, die er hatte, das war ein Stück Draht, den er sich eben vorne spitz gemacht hat, also auch nicht gerade so das optimale Werkzeug. Und dann dieser Stoff, der nicht so ganz einfach war zu nähen, und es war, kann man sich ungefähr vorstellen, und er als Mönch vielleicht auch nicht so geübt im Nähen, und es war eben keine so sehr befriedigende oder angenehme Arbeit, und er wollte diese Arbeit möglichst schnell hinter sich bringen. Also auch immer wieder da versuchen, da durchzukommen, und dann wieder, kann man sich ja ungefähr vorstellen, die Nadel dann so durchschieben, und also in der Art und Weise hat er halt sich die Robe genäht. Und er hat sich dann unter einen Baum gesetzt, damit er im Schatten sitzt, und hat da angefangen und näht und näht und näht und merkt dann gar nicht, wie der Schatten weitergezogen ist, wie er dann schon lange unter der Sonne gesessen ist. Und sein Lehrer kommt dann und sieht es, geht dann hinter ihn und fragt ihn dann, ja, was machst du denn da? Warum sitzt du denn hier in der Sonne? Ah, ich sitze in der Sonne, ich habe das gar nicht gemerkt, ich bin am Nähen, ich versuche die Robe zu machen. Ja, und hat er halt dann so ausgedrückt, und ich versuche das halt möglichst schnell zu machen, dass ich es dann halt hinter mir habe. Also so diese Einstellung, die wir ja, denke ich, alle sehr, sehr gut kennen. Und der Lehrer sagt dann zu ihm, es ist niemals fertig. Und es trifft ihn dann so tief, also es ist dann so eine tiefe Botschaft, dass ihn so berührt, und auf einmal fällt das alles so von ihm ab, es ist niemals fertig. Und das ist vielleicht auch für uns eine ganz, ganz wichtige Botschaft, also auf alle Fälle in der relativen Ebene. Es ist niemals fertig. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Und es ist wichtig, auch das mal so zu sehen, diese bedingte Welt, dieses bedingte Entstehen, dieses Ursache- und Wirkungsgesetz. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Höchstens, wir steigen aus. Und das ist die große Chance, die wir haben. Das ist die Botschaft. Das ist das, was wir hier versuchen und versucht haben zu vermitteln. Auszusteigen. Auszusteigen. Aus diesem ständigen Kreislauf. Und wie findet das Aussteigen statt aus unserer Geschichte? Indem wir in die Gegenwart kommen. Indem wir ins Hier und Jetzt kommen. Das ist der Ausstieg. Das ist der Weg, den der Buddha erklärt hat. Das ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und da ist es vielleicht auch wichtig, nochmal sich das zu vergegenwärtigen. Ist uns das so klar, was hier an Botschaft kommt? Ist uns das klar, dass das die Praxis ist, dass das unser Weg ist, dass das der Ausstieg ist? Und dann vielleicht sich auch mal zu vergegenwärtigen, möchte ich überhaupt aussteigen? Das sind ganz wichtige Fragen, die sich ein Süchtiger zu stellen hat. Erstens mal zuzugeben, dass man süchtig ist. Ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wenn man so tut, als ob, ja, irgendwie bei mir ist alles in Ordnung, ich habe die Sache doch total im Griff. Wenn ich will, dann trinke ich halt nichts. Kann ja morgen wieder was trinken, so in der Art. Rauchen aufhören, überhaupt kein Problem, das mache ich jeden Tag 10-mal. Oder so. Oder mache ich jeden Abend. Das waren immer so unsere Sprüche, wo wir früher gehabt haben. Mal zugeben. Also krank sind, dass wir Dukkha haben, dass das
nicht vollständig sind, dass Unheil da ist, und dann auch sich mal zu fragen, möchte ich, dass ich heil wäre? Also eine ganz legitime Frage. Möchte ich aussteigen aus meiner Geschichte? Bin ich bereit, meine Geschichte herzugeben? Und da scheiden sich natürlich die Geister. Wer ist schon bereit, seine Geschichte herzugeben? Was bleibt denn da noch? Was bleibt denn da noch übrig, wenn die Geschichte hergegeben wird? Ja, nichts. Und das ist ja das Angenehme. Das ist ja das Heilwerden, dass nichts übrig bleibt. Und nur noch alles ist. All eins sein. Ist auch einfach zu verstehen, dass dieses Ich-Gebäude, wenn das verschwindet, dann ist alles da. Und das können wir ja auch erleben. Das können wir ja auch erleben in der Achtsamkeitspraxis, in der Meditation. Je mehr wir loslassen, desto erfüllender wird es ja. Das ist ja das Interessante. Es ist ja nicht umgekehrt. Das, was wir sonst immer denken. Wenn ich das alles loslasse, ja, dann habe ich ein unerfülltes Leben. Es könnte nicht falscher sein. Je mehr ich loslasse, desto erfüllter wird ja alles. Und diese Schritte dann zu unternehmen, also das ist wichtig. Nochmal zu schauen, hier auch nochmal zu schauen, vielleicht die letzten Tage auch gerade Hinblick auf diese Fragen nochmal herzunehmen. Ist mir das klar, dass ich süchtig bin? Bin ich bereit, an dieser Sucht zu arbeiten, die vielleicht loszulassen? Habe ich hier auch Entzugserscheinungen gehabt? Auch eine interessante Frage, mal zu schauen, wie waren die Entzugserscheinungen? Hat es mich rumgetrieben? War ich am Suchen nach Stoff? Oder konnte ich in der Ruhe bleiben? Alles wie in dem 12-Punkte-Programm. Ich habe das hier dabei auch. Es ist ganz interessant, das auch mal durchzuschauen, anhand von unseren Erklärungen, anhand von Buddha Dhamma, von der Lehre des Buddha, mal das 12-Punkte-Programm durchzuschauen. Warum ist das so erfolgreich? Warum funktioniert das? Was ist die Ursache dafür, dass das funktioniert, scheinbar, dass die Leute rauskommen aus ihrer Sucht, zumindest aus der gröbsten Sucht, und ein einigermaßen erfülltes Leben haben, teilweise ein sehr erfülltes Leben sogar haben? Was ist die Ursache? Und es ist hochinteressant, dieses Programm. Klar ist es so, dass wir andere Worte verwenden und vielleicht den einen oder anderen Aspekt etwas anders ausdrücken würden. Aber letztendlich ist dieses Programm total darauf ausgerichtet, die Ich-Bezogenheit zu überwinden. Das ist das Programm. Und dieses Programm ist so, dass das zuerst von einigen wenigen, man könnte fast sagen, fast zufällig irgendwie entworfen wurde, die sich zusammengefunden haben und dann ganz einfach angefangen haben zu praktizieren, diese Sucht zu überwinden. Und aus dieser Praxis heraus ist dieses 12-Punkte-Programm entstanden, sodass auch diese 12 Punkte in der Vergangenheit formuliert sind. So, wir haben das gemacht und so weiter. Und dieses Programm ist dann so populär geworden, dass es über die ganze Welt einen unvergleichlichen Siegeszug angetreten hat, in sämtlichen Suchtbereichen dann auch in der einen oder anderen Form, teilweise vielleicht etwas abgewandelt, verwendet wurde. Und auch interessanterweise nicht nur für die sogenannten Direktsüchtigen, sondern auch für die Co-Abhängigen verwendet wurde. Menschen, die eben sozusagen indirekt an der Sucht teilhaben. Und könnte man uns auch als Co-Abhängige bezeichnen oder als Direktabhängige, wie auch immer. Ist ganz egal, wie wir dazu sagen wollen. Und hier ist der erste Schritt auf diesem 12-Schritte-Programm. Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind in uns und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Also dieses Zugeben. Wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben selbst nicht mehr meistern konnten. Und das ist genau das, was wir auch zugeben müssen. Zugeben, dass wir der Sucht gegenüber, der Krankheit gegenüber, dem Dukkha gegenüber machtlos sind. Und dass ich das Leben nicht meistern kann. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich komme da nicht raus. Ich kann noch so viel unternehmen. Wenn ich meine, dass ich das meistern kann, dann gibt es bedingtes Entstehen. Also da auch mal zugeben. Zugeben, erkennen, zugeben. Symptome, haben wir davon gesprochen, die kennenzulernen.
ganze Gebilde kennenzulernen, Ursache davon, Ursache und Wirkung kennenzulernen, ist alles so wichtig. Und dann der zweite Schritt, und das ist auch also schon bemerkenswert. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Wobei das wir natürlich etwas anders formulieren können. Das ist wieder so eine Art und Weise, wo man sich eher nach außen wendet, wo da eine Macht ist, die außerhalb von uns ist. Wir sagen ja dazu, dass wir diese Kraft in uns haben. Wir nehmen ja Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha in uns. Das ist ja die Zuflucht zu uns zu nehmen. Sei dir selbst eine Insel, sei dir selbst eine Zuflucht. Und hier auch vielleicht nochmal eingefügt von der letzten Lehrrede, die Buddha gegeben hat, von der Parinibbana Sutta. Die letzte Lehrrede, wo er Anweisungen an die Mönche gegeben hat, wie sie weiter praktizieren können, wie sie zu Hause weitermachen können. Und das ist ja hier auch eine ähnliche Situation. Wie könnt ihr zu Hause weiter praktizieren, wenn dann niemand da ist, der täglich einen Vortrag hält und wo man dann hingehen kann, Interviews zu bekommen und so weiter. Müsst ihr zu Hause weitermachen. Und wie schaut das aus? Und Ananda hat eben den Buddha gefragt, ja, wie soll man weitermachen, wie geht's weiter, wenn du nicht mehr da bist? Und es war ganz aufgelöst, auch Ananda, sein Aufwärter, sein mehr oder weniger Hauptjünger. Und Buddha gibt da eben diese bemerkenswerte Anweisung. Und diese Anweisung, die eigentlich genau das bestätigt, was wir hier die letzten 3,5 Wochen gemacht haben. Er sagt, seid euch selbst eine Insel, seid euch selbst eine Zuflucht. Das Dhamma sei eure Insel, das Dhamma sei eure Zuflucht. Und dann geht's weiter. Und wie ist das Dhamma eure Insel, eure Zuflucht? Da entfaltet ein Mönch die Achtsamkeit auf den Körper. Er ist sich bewusst, da ist ein Körper und ist sich da und das ist seine Praxis. Da entfaltet ein Mönch die Achtsamkeit auf die Gefühle. Da entfaltet ein Mönch die Achtsamkeit auf den Geist, da entfaltet ein Mönch die Achtsamkeit auf den Inhalt des Geistes. Und das ist die Zuflucht, die er praktiziert. Und das ist wichtig für uns. Wie ist das Dhamma eine Zuflucht? Indem wir die vier Grundlagen der Achtsamkeit entfalten, oder die, so wie es ich genannt habe, indem wir das bewusste Sein in vier Bereichen entfalten. Und es ist nochmal ganz, ganz wichtig, diese Anweisung sich auch mit nach Hause zu nehmen. Das ist der Weg, das ist der einzige Weg. Und das, je tiefer wir das hier natürlich etabliert haben, je mehr wir zu uns gekommen sind, je mehr wir mit dieser Insel in uns in Kontakt gekommen sind, von diesem Raum des Gewahrseins, von dem wir so viel gesprochen haben, von dieser Präsenz zu spüren, von dieser Gegenwart zu spüren, je mehr wir das natürlich entfaltet haben, desto mehr Zuflucht haben wir, desto mehr Dhamma ist in uns vorhanden, desto mehr sind wir uns selbst eine Insel, desto heiler werden wir. Das ist der Weg. Und wir können da auch dazu sagen, eine Macht größer als wir selbst. Das Dhamma ist diese Macht. Das Leben selbst ist diese Macht, größer als wir selbst. Größer als dieses Ich eben, dieses beschränkte, bedingte, abhängige, unfreie, versklavte, zwanghafte Ich. Dann der nächste Punkt. Wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Also eine ganz schöne Formulierung eigentlich. Wie wir ihn verstanden, der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden. Und das beinhaltet ja auch, dass jeder nochmal natürlich eine eigene Vorstellung hat von Gott oder vom Dhamma. Wir haben ja hier, denke ich, eine ganz schöne Formulierung auch für das Dhamma. Es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist also für mich persönlich auch eine sehr schöne Formulierung. Wie Jesus, das ist der Ausspruch von Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Können wir auch zum Dhamma sagen. Es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder als Ziel von dem bewussten Sein, von dem wir so viel gesprochen haben. Auch dafür nochmal diese Formulierung herzunehmen. Das Bewusstsein, das ist der Weg, den wir gehen können, immer mehr bewusst zu sein, immer mehr bewusst zu werden, immer mehr zu sein, bewusster zu sein, das ist der Weg. Und das ist auch die letztendliche Wahrheit. Wenn wir tatsächlich diesen Weg beschreiten zum bewussten Sein, dann kommen wir zur Quelle des Seins auch. Dann werden wir zum bewussten Sein. Und das ist das Leben, das ist das Leben.
Es ist das Sein. Und so sich diese Zuflucht auch zu vergegenwärtigen, Weg, die Wahrheit und das Leben ist Dhamma, das wir in uns tragen, das wir immer wieder zugänglich machen können. Und das ist es. Und da bitte ehrlich sein, sich nichts vormachen, nicht so auszudenken, ja, ich bin auf dem spirituellen Weg, aber ich bin nicht im Moment, ich bin nicht im Sein. Dann sind wir in der Geschichte. Es gibt nichts anderes. Entweder wir sind im Sein, wir kommen in die Gegenwart, oder wir sind am Geschichte produzieren. Da gibt es nicht noch einen dritten Weg. Klar, wir können eine schöne Geschichte produzieren. Wir können eine himmlische Geschichte produzieren. Wir können die schönsten Gestaltungen fabrizieren. Und wie gesagt, es ist auch nicht unwichtig, die Brahma-Viharas in sich zur Blüte zu bringen, zur Entfaltung zu bringen. Und trotzdem ist es nicht der Ziel des spirituellen Weges, der Himmel. Da gibt es interessante Überlieferungen auch, von Sariputta und dem Buddha. Und ich finde das ganz interessant auch für uns, weil Sariputta ist ja eigentlich der Mönch mit der größten Weisheit, der vom Buddha ja auch sehr, sehr gepriesen wurde. Und wenn man von Sariputta hört, das ist ja auch, ja, das ist ganz einfach schon, wie man sich so einen Mönch vorstellt. Und zu sehen, dass auch Sariputta Fehler gemacht hat, ist irgendwo auch beruhigend für uns, weil wir ja auch oft so einen Perfektionismus haben und uns das gar nicht zugestehen, einmal, dass Fehler passieren, also dieser Fehlerfindergeist, den wir ja so haben. Und da beruhigt mich immer diese Geschichte von Sariputta, so dass sogar so ein Erleuchteter, Ausnahmeerleuchteter, kann man sagen, sogar dass dem Fehler passiert sind. Und zwar war die Geschichte geht folgendermaßen, dass er eben einen alten Menschen besucht hat und der war kurz vor dem Sterben und er hat ihn dann begleitet in seinen letzten Stunden und hat eben diese Begleitung so gestaltet, dass er eben sich an sein ganzes gutes Karma erinnert hat und dann die ganze gute Sila-Praxis, die dieser Mensch gemacht hat, nochmal im Augenblick des Todes sehr, sehr präsent war, sodass der ganz in einem erhabenen, beglückenden Geisteszustand war, sodass sich der eben anhand von dieser Erinnerung an durch diese Reuelosigkeit eben eine Wiedergeburt in den höchsten Brahma-Welten, dass der Geist da hingegangen ist. Und Sariputta ist dann wieder zurückgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dem Buddha davon erzählt hat oder ob der Buddha mit seinem himmlischen Auge ganz einfach diese Begebenheit mitbekommen hat. Auf alle Fälle sagt er zum Sariputta, tadelt Sariputta und sagt, also da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Also der Himmel, okay, das ist nicht ganz schlecht natürlich, aber da wäre mehr drin gewesen. Dieser Mensch wäre bereit gewesen, und das hättest du sehen müssen, der wäre bereit gewesen, wirklich aus der Geschichte auszusteigen, auch vollkommen die Geschichte loszulassen. Der wäre bereit gewesen für den Stromeintritt. Und er ja, tadelt dann so ein bisschen an Sariputta und sagt, das hättest du eigentlich sehen müssen. Eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Weil man hatte immer die Vorstellung von einem Erleuchteten, dass der natürlich ohne Fehler und Tadel ist, dass der gar keinen Fehler mehr machen kann, dass der allwissend ist sozusagen. Aber das stimmt nicht. Ein Buddha ist allwissend. Ein Buddha kann keinen Fehler machen. Erleuchteter, ja, ist eben auch noch nicht, scheinbar noch nicht ganz vollkommen. Also dem kann auch noch mal ein Fehler unterlaufen. Sogar Sariputta. Ja, hier, wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Was hier wichtig ist, das ist ganz einfach, das Vertrauen zu entfalten. Vertrauen zu entfalten, sich hinzugeben, von dem wir so viel auch gesprochen haben. Das ist schon interessant, Dukkha zu erkennen, sich Dukkha zu stellen und dann der nächste Schritt, da gibt's was Größeres, da gibt's eine Lehre, da gibt's einen Lehrer, da gibt's den großen Arzt, den Buddha, der uns eine Medizin verschrieben hat, der uns eine Medizin gegeben hat, das Dhamma, und das können wir machen, das können wir einnehmen. Und dieses Vertrauen dann zu entwickeln und die Freude, die daraus entsteht. Wir erinnern uns vielleicht die überweltlich bedingte Entstehungskette, was hier formuliert ist. Das ist schon beeindruckend. Und auf der anderen Seite, was heißt, das ist beeindruckend? Wenn was funktioniert, muss es so sein. Es kann nicht anders sein. Es ist Dhamma, das ist das Gesetz des Lebens, das ist das Gesetz der Natur. Das kann jetzt nicht irgendjemand was anders rausfinden. Es kann etwas anders formuliert sein, aber letztendlich muss es wieder ziemlich aufs Gleiche rauslaufen. Erkennen, Dukkha erkennen, Vertrauen entwickeln, Freude entwickeln und sich dann hingeben.
Wir fassen den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes anzuvertrauen, sich hinzugeben, aufzugeben. Oder das schöne englische Wort ist Surrender. Aufgeben, ergeben, reingeben, übergeben. Also endlich mal von dieser Ich-Bezogenheit, ich hätte alles im Griff und ich kann die Lösung finden und ich werde es schon schaffen. Und dann auch hier was ganz bemerkenswert, wir fasten den Entschluss. Wenn man diesen Entschluss nicht fasst und ganz einfach so schaut, irgendwie wird es schon weitergehen oder schauen wir mal, wie es sich fügt. Es bedeutet schon Zufluchtnahme, den Weg zum Heil zu gehen. Das bedeutet auch, dass wir irgendwann auch mal diesen Entschluss fassen. Und das ist auch was, wo wir hier nochmal reflektieren können. Wie weit sind wir schon bereit, diesen Entschluss zu fassen, diesen Weg zum Heilwerden zu gehen? Wie weit haben wir das erkannt? Das sind alles wichtige Reflexionen, die wir noch so am Ende von so einem Retreat machen können. Es wird jetzt so sein, dass wir sehr, sehr bald wieder im Alltag sind und da geht es ja weiter. Und da möchte man ja, da möchte ja keiner wieder vollkommen zumindest zurückfallen in das Alte und in die alten Süchte und wir möchten ja heil werden, wir möchten ja irgendwo weg von dem Dukkha. Und da muss man sich auch eben nochmal klar machen, wie schaut das aus, wie komme ich raus aus dem Dukkha? Und sich auch nochmal vollkommen klar machen, dass es keinen anderen Weg gibt. Für diejenigen, wo es noch nicht so klar ist, wo noch irgendwelche anderen Hoffnungen da sind. Da sage ich immer ausprobieren, weiter ausprobieren. Für diejenigen, die schon alles ausprobiert haben oder zumindest so viel ausprobiert haben, dass sie das reicht. Bei denjenigen wäre es gut, dann an dem Entschluss zu arbeiten. Diese Absichten zu formulieren, Konzentration der Absicht, diese erste Machtwerte, Konzentration des Entschlusses, Konzentration der Absicht, der Ausrichtung, wirklich daran zu arbeiten. Dann was hier ganz interessant ist, als nächster Schritt, wir machten gewissenhaft und furchtlos Inventur in unserem Innern. Also so diese Innenschau, von der gestern auch nochmal ausführlich die Rede war, diese Innenschau zu machen, sich wirklich dem Innern zu stellen, das anzuschauen, was da ist. Natürlich auch wieder Achtsamkeitspraxis, auch einen gewissen Entschluss notwendig, gewisses Vertrauen notwendig, sich dem zu stellen, diese Innenschau zu machen. Nichts dazufügen, nichts wegnehmen. So wie es ist eben. Sich dem stellen. Und da auch dem Leben gegenüber das Vertrauen zu haben. Das Leben wird nur so viel auf uns zukommen lassen, dass wir diese Innenschau auch bewerkstelligen können. Das Leben ist sehr, sehr intelligent. Wir brauchen da auch keine Angst zu haben, so viel auf uns zukommt, dass wir nicht mehr damit zurechtkommen. Wenn wir nicht mehr damit zurechtkommen, dann ist im Allgemeinen sind wir selber wieder mit dem Spiel, dass wir irgendwelche neue Konstrukte hinzufügen, dass das Ich wieder voll am Arbeiten ist und wieder neue Geschichten produziert und unser Leben dann so kompliziert und so schwierig macht, dass wir dann vielleicht nicht mehr zurechtkommen. Wenn wir das aufhören würden und wirklich Innenschau machen würden, uns wirklich furchtlos dem stellen würden, was da ist, dann würden wir feststellen, es ist gar nicht so schlimm, wie wir immer vermuten. Das ist nämlich auch einer der größten Tricks vom Ego, dass er uns immer glauben machen möchte, es ist ganz, ganz furchtbar, was in eurem Innern da ist oder in deinem Innern. Da sind Ängste da, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Da musst du total aufpassen, dass du ja nicht mit denen in Berührung kommst. Und dann wird eine Angst vor der Angst kreiert. Und dann eine Angst vor der Angst vor der Angst. Und also, ja. Das sind lauter Tricks vom Ego. Im Endeffekt, wenn man mal genau hinschaut, ja, da ist ein enge Gefühl da, vielleicht. Ja, da ist ein totales Ziehen da, okay, da ist eine gewisse Starre da. Ich weiß noch, was du einmal von einem Retreat erzählt hast, wo du dran gearbeitet hast, hast so einen Kopfdruck gehabt. Hat mich damals sehr beeindruckt, diese Aussage. Also, oder da auch, also das Dukkha und wie gehe ich damit um und da auch lang dran gearbeitet hast und bis dann endlich einmal zu dem Schluss gekommen ist, Kopfdruck oder Druck im Kopf. Also das, ja, Druck im Kopf und dann Druck im Kopf, ja. Nicht ich wäre verrückt oder sowas oder wie wird es weitergehen, sondern Druck im Kopf. Oder wie Mark Twain das ganz, ganz schön ausgedrückt hat. Viele der schlimmsten Sachen sind in meinem Leben gar nie zustande gekommen. Viele der Sachen, vor denen ich am meisten Angst gehabt habe, die sind nie
Es sind nie passiert. Also das auch einmal, das ist ganz eine wichtige Anweisung, furchtlos Innenschau zu machen und dann zu merken, es ist gar nicht so tragisch. Da ist da ein bisschen Ziehen, da ist da ein bisschen der Druck, da ist da ein bisschen ein enge Gefühl. Ich muss da nicht irgendwas Besonderes draus machen. Aber immer wieder halt auch, was bleibt dann übrig? Das ist, wenn man keine Probleme mehr hat, wenn man keine spektakulären Geschichten mehr hat, wenn man immer dieses tiefsitzende Menschheitsmuster hat, das Leben ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich bin total überfordert. Also diese Glaubenssätze, die wir so tief in uns eingeprägt haben, anstatt einfach das, was im gegenwärtigen Moment da ist, zu machen. Mit dem Moment zu sein. Und dann gibt es keine Probleme. Oder wer hat jetzt ein Problem? Gibt es irgendein Problem? Aber wenn wir jetzt denken würden, jetzt am Freitag komme ich heim und ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, was nächste Woche mit der Arbeit und die Umstellung, also, und jetzt bin ich doch sehr offen hier und ganz verletzlich und wenn ich dann in die Stadt komme und dann alles wieder auf mich eindringt, also, klar, wenn wir so dann wieder denken, dann hat es alles schon wieder, Angst, das packe ich nicht, das wird mir alles zu viel, das Leben ist schwierig. Das Leben ist schön. Ja? Es erscheint so einen ganz tollen Film zu geben. Ich habe bloß von Charlie gehört. Er hat den gesehen, das Leben ist schön. Also muss sehr beeindruckend sein von jemand, der mit einem Sohn in ein Konzentrationslager kam und dann ganz einfach irgendwie dem Bub immer vorgespielt hat, das Leben ist schön, das ist alles ein Spiel, das ist. Und da müssen wir jetzt bloß mitmachen. Ja, noch. Vielleicht ein paar weitere Punkte. Wir gestanden Gott, uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unserer Verfehlungen ein. Es ist, was in der christlichen Kirche als Beichte bekannt ist, wo wir alle wahrscheinlich ein bisschen gebrandmarkt sind, aber was durchaus ein ganz wertvolles Element ist. Man kann es ja auch anders benennen. Man kann es vielleicht ernennen, sich erleichtern oder Zeugnis ablegen, also was von sich geben, wo bezeugt wird sozusagen, was auch eine ganz schöne spirituelle Praxis ist, auch Therapieform ist, also zum Beispiel auch beim Naikan, das ist ja so eine Methode, die ganz intensiv mit dieser Form arbeitet, wo ganz einfach alles, was in der Innenschau bei einem hochkommt, jemandem gesagt wird und der ist einfach da und hört sich das an und bezeugt es und nicht mehr, der gibt keinen Ratschlag, nee, das ist gut, das ist schlecht, sondern der hört sich das an und dann wird man wieder zurückgeschickt und wird gesagt, und jetzt schau den nächsten Abschnitt von deinem Leben an, den du mit deiner Mutter zum Beispiel gehabt hast, und dann ist man damit beschäftigt. Ganz hochinteressant auch. Also das wird hier auch sehr gut reinpassen. Wo man zuerst also Personheit kriegt, im Allgemeinen zuerst die Mutter, weil das ja die nächste Person ist, und dann soll man eben schauen, was man mit der Mutter die ersten 5 Jahre jetzt zum Beispiel, die ersten Zahlen, den Zeitabschnitt, werden 3 Fragen gestellt. Was habe ich in der Zeit meiner Mutter gegeben? Was hat meine Mutter in der Zeit mir gegeben? Und was habe ich meiner Mutter in der Zeit für Schwierigkeiten zugefügt? Also so diese Innenschau zu machen, und wir gestanden Gott und uns selbst und einem anderen Menschen die genaue Art unserer Verfehlungen ein. Also sowohl das Gute als auch das weniger Gute hochbringen, bezeugen zu lassen und dadurch auch zum Auflösen bringen, sich dadurch dann auch zu befreien, zu erleichtern. Und es ist eine Praxis, die auch vom Buddha sehr, sehr hoch gepriesen wurde und die vor allem für die Mönche und Nonnen ganz, ganz wichtig ist, die, wenn größere Gemeinschaft da ist, die alle 14 Tage Patimokkha rezitieren, diese Regeln rezitieren, die sie auf sich genommen haben, und eben alle 14 Tage einer anderen Person gegenüber auch die Verfehlungen, wo es nicht so ganz gut geklappt hat, wo man Schwierigkeiten hatte und so weiter, der anderen Person das sozusagen mitteilen, um sich zu erleichtern. Also ein ganzer schönes Element eigentlich in der spirituellen Praxis, weil es ja immer wieder so ist, dass wir, obwohl wir jetzt zum Beispiel die 5 Übungsregeln auf uns genommen haben, immer wieder auch Verfehlungen passieren können. Das ist eben so. Also ganz einfach die eine oder andere Übung, die klappt nicht so gut. Nein.
Man war doch einmal wo eingeladen und wollte dann doch nicht Nein sagen und hat dann doch vielleicht ein bisschen was getrunken oder man hat die rechte Rede, was nicht so unüblich ist, doch verletzt. Man ist doch einmal sehr laut geworden oder hat so eine Notlüge gemacht oder was auch immer. Und dann, wenn sowas eben passiert ist, kann es hilfreich sein, jemand anders das zu erzählen, also vielleicht seinem Lehrer zum Beispiel zu erzählen. Oder eben, wenn eben der Lehrer nicht da ist, dann kann man das auch machen, dass man zu Hause, wenn man vielleicht einen kleinen Altar hat, so ein kleines Ritual macht und diese Übungsregeln für sich nochmal neu auf sich nimmt. Und Buddha Dhamma Sangha, die sind ja immer da, diese Kraft ist ja immer präsent. Ganz einfach das anvertraut, was nicht so gut gelaufen ist. Und dann ist man erleichtert, dann hat man das wieder los. Man muss die Dinge ja nicht ewig mit sich rumschleppen und dann das schlechte Gewissen und sich beschweren und Selbsttadel und dieses ganze Brimborium, das wir ja auch alle kennen, Schuldgefühle und so weiter. Warum? Warum hergeben? Ja, demütig baten wir ihn, also wie wir ihn verstanden, uns von unseren Mängeln zu befreien, wobei das hier wieder eher so ein bisschen so eine Tendenz ist, nach außen zu gehen, dass man eine Kraft von außen, wir sind ja dabei, durch die Praxis vor allem, zu erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eins sind mit Gott, dass da kein Unterschied ist. Das ist Gott und wir sind ein Teil davon, da gibt es nur eine Schöpfung. Es gibt nicht zwei Schöpfungen, wir und Gott. Das ist ganz, ganz wichtig in der Praxis, weil sonst bleiben wir ja in der Dualität und dann ist letztendlich der Ausstieg ja auch nicht möglich. Es gibt eine Schöpfung und wir sind Teil davon. Ganz, ganz wichtig. Und dann demütig baten wir uns von unseren Mängeln zu befreien. Das ist eine Eigenschaft, die haben wir jetzt hier noch nicht so besprochen. Demütig ist auch wieder mit Hingabe sich ergeben. In der Richtung geht es. Kann man auch noch mal reinschauen. Gehört viel, viel Mut dazu, zur Demut. Bedeutet nicht, dass man sich klein macht. Im Gegenteil. Demut bedeutet, man könnte fast sagen, das Gegenteil, dass man sein Licht unter den Scheffel stellt, hat mit Demut nichts zu tun, das hat mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Und Demut bedeutet, dieses Ich mal in den Hintergrund treten zu lassen und sich zu öffnen für was Größeres, das bedeutet Demut. Und dann auch größer zu werden sozusagen, weiter zu werden, ganz zu werden, heil zu werden, das bedeutet Demut. Und heil zu werden, ganz zu werden, ja, man könnte letztendlich sagen, hier ist ja Gott sei Dank keine Kontrolle da, die das zensiert, zu Gott zu werden. Um das geht's ja. Und das bedeutet Demut. Solche Sätze hat Meister Eckhart und andere christliche Mystiker haben die von sich gegeben, also denen ist damit nicht gut gegangen. Also die wurden ja teilweise dann also ja, verbrannt oder irgendwas anderes. Man muss sich vorstellen, auch diese Aussagen von Meister Eckhart, die sind heute noch immer noch gebannt. Also es ist in der heutigen Zeit. Also so schaut's immer noch aus. Es ist immer noch, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, Häresie oder Gotteslästerung oder was auch immer. Also kann man sich ja ungefähr dann vorstellen, was für falsches Verständnis vorhanden ist. Dann wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Unrecht zugefügt hatten und nahmen uns vor, es an ihnen allen wieder gut zu machen. Wo immer möglich, bemühten wir uns aufrichtig um direkte Wiedergutmachung an ihnen, ausgenommen, es würde ihnen oder anderen Schaden daraus entstehen. Ja, über das Thema haben wir auch, denke ich, ausführlich gesprochen mit der Vergebenspraxis, die wir sowohl täglich praktizieren können, aber auch als eine größere Form unserer Praxis machen können, wo wir tatsächlich, wenn wir Dinge in uns noch nicht aufgearbeitet haben, wo wir uns so nach und nach ranmachen können, um diese Vergebenspraxis auch bei Themen, wo wir ja, vielleicht auch traumatisiert sind, wo wir uns daran machen können. Und das immer aus dem Bewusstsein heraus. Es ist zu unserer eigenen Herzensbefreiung. Es ist wirklich, und dafür ist es ganz, ganz wichtig. Das ist zu unserem Heil und zum Heil natürlich auch für die Person, der wir vergeben oder die uns vergeben soll. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit, aus der Geschichte auszusteigen. Aus der Opferrolle vor allem auch auszusteigen. Weil das ist eine der, wenn man da verstrickt ist in dieser Opferrolle, das ist eine der tiefst sitzenden Geschichten und Muster, die wir natürlich haben. Und
Es schaut so berechtigt aus, ja. Aber da auch immer wieder nur den Trick, den Zauberkünstler, der Ego zu erkennen. Wir fuhren fort, persönlich Inventur zu machen, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es sofort zu. Immer wieder diese ständige Innenschau, immer wieder die ständige Achtsamkeitspraxis, immer wieder ständig auch weiter zu praktizieren. Durch Gebet und Meditation suchten wir uns unseren bewussten Kontakt mit Gott, wie wir ihn verstanden, zu verbessern. Wir baten ihn nur, uns seinen Willen für uns wissen zu lassen und uns die Kraft zu geben, den auszuführen. Ist auch wieder natürlich ein bisschen anders formuliert, aber das kann für uns auch ein Hinweis sein, weil wir ja auch gerade bei den Themen, wo es um Erdulden, um Annehmen gegangen ist, immer wieder diese Frage auch hochkommt. Ja, bin ich dann inaktiv, muss ich alles passiv über mich ergehen lassen, kann ich dann gar nichts mehr machen? Also das in keinster Weise, sondern je tiefer wir natürlich mit unserem Sein in Kontakt kommen, je tiefer wir mit der Weisheit in uns in Kontakt kommen, mit Buddha Dhamma Sangha, so wie es wir ausdrücken, wie wir ihn verstehen, Gott, Buddha Dhamma Sangha, desto mehr sind wir natürlich im Einklang mit dieser Weisheit, mit dem Leben selbst, mit dem Sein selbst, und ein Handeln, ein kreatives Handeln wird möglich, das total im Einklang mit dem Leben ist und nicht mehr destruktiv ist, nicht mehr ichbezogen ist. Ein ichbezogenes Handeln ist immer destruktiv. Und das ist natürlich auch die Hauptbotschaft, gerade bei zum Beispiel anonymen Alkoholikern, dass man das sich eben einmal eingestehen muss, Bestandsaufnahme, Innenschau machen muss und dann durch diese Innenschau auch zu erkennen, wie destruktiv dieses Leben ist, wo eben durch nicht nur das eigene Leben total zerstört wird durch dieses Suchtverhalten und durch dieses Ausagieren der Sucht, sondern dass die ganze Umwelt um uns herum auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das einmal ganz, ganz furchtlos und gnadenlos wirklich anschauen, diese Innenschau machen und zu erkennen, was da passiert. Alles Hilfestellungen, um den Entschluss noch besser zu ermöglichen, da auch rauszugehen. Also diesen seinen Willen für uns sichtbar werden zu lassen, immer wieder Zeit zu geben, immer wieder in sich zu gehen, immer wieder in die Gegenwart kommen, immer wieder innehalten, Pausen machen, innehalten und nach innen lauschen, sodass diese Weisheit die Anweisungen geben kann, solange wir am Sprechen sind, dieses diskursive Denken, kann sozusagen Gott in uns nichts mitteilen, was er mitteilen möchte. Also wir müssen da schon mal ein bisschen ruhig sein. Und das ist ja der Sinn der Meditationspraxis, das ist der Sinn der Achtsamkeitspraxis, mal zu lernen, innezuhalten, damit diese Weisheit überhaupt sich zeigen kann. Ist auch so einen schönen Ausspruch von, ich habe den, glaube ich, in Gespräche mit Gott heißt es, ganz bekannte Bücher, sehr populär geworden. Und da ist auch sagt eben Gott zu dem Autor, zu dem Buchautor, solange du mir ständig deine Weisheiten mitteilst, kann ich nicht meine mitteilen. Also das ist also wirklich auch ganz, ganz gut zu merken. Ja? Solange wir ständig unseren Senf dazugeben müssen, unsere Weisheiten, unseren Willen praktisch manifestieren müssen, ja, da kann natürlich nicht was Tieferes entstehen. Und der 12. Punkt noch zum Abschluss. Nachdem wir durch diese Schritte ein inneres Erwachen erlebt hatten, versuchten wir, diese Botschaft an anderen weiterzugeben und uns in allen unseren Angelegenheiten nach diesen Grundsätzen zu richten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch hier, der auch für uns alle natürlich hier nochmal eine besondere Bedeutung hat, wenn wir nach Hause kommen. Wie können wir das am besten praktizieren? Auch wie können wir das leben, was wir jetzt hier gehört haben? Und da ist eben die Hauptanweisung, eine dienende, helfende, gebende Haltung einzunehmen. Also nicht jetzt so sozusagen, jetzt ich habe für mich jetzt die Weisheit gefunden und jetzt schaue ich mal, dass ich damit glücklich bin. Das funktioniert nicht. Also da gehen wir wieder unter, da kommen wir wieder in die ichbezogene Geschichte sofort rein, sondern zu versuchen, durch unser Sein, durch unser Denken, Handeln und Sprechen wirklich das Gebende, das Verschenkende, das Dienende zu manifestieren.
vielleicht hier auch noch am Ende des Kurses sich zu überlegen oder zu Hause zu überlegen, wie kann ich dem Dhamma dienen? Was kann ich fürs Dhamma tun? Diese Frage, die auch Charlie da erzählt hat, wo er auf der Nonneninsel gestellt hat. Was kann ich fürs Dhamma tun? Und es kann sein, dass dann sowas draus entsteht. Es muss nicht sein, dass sowas draus entsteht, aber es kann zumindest etwas draus entstehen. Und das ist eben wichtig, dass diese gebende Haltung praktiziert wird, weil dadurch natürlich immer wieder diese ich-auflösende Haltung praktiziert wird. Und das ist ja der Weg zur Heilung. Und das muss praktiziert werden. Das kann nicht anders gemacht werden. Zu hoffen, dass diese Ichlosigkeit sich von selbst einstellt oder indem wir passiv sind, das ist eine schöne Hoffnung, aber nicht mehr. Also so, das sind einige Punkte, wo hier nochmal zu reflektieren sind, wo wir noch etwas Zeit dafür haben, so dass wir auch zu Hause eine weitere gute Praxis haben. Zusammenfassend nochmal ganz kurz. In die Geschichte reingehen, in Vergangenheit und Zukunft reingehen, ist ich in die Gegenwart kommen, ist der Weg zur Heilung. Das ist so die Botschaft vielleicht. Und das müsste man sicher merken können für zu Hause. Okay.